Die fünfte Herzkammer. In den 1920er Jahren entdeckte Dr. Med Hanisch mit Hilfe einer mikroskopischen Kamera die fünfte Herzkammer. Direkt an der Hinterwand unseres Herzens, luftdicht verschlossen, befindet sich der geheimnisvolle Punkt in unserem Körper, winzig klein, mit einem Durchmesser von nur 4 mm. Mediziner nennen sie auch Hotspot, da sie eine Temperatur von 100 Grad Celsius hat. Spannend ist auch, dass sie sehr besonders geschützt ist, nämlich vom Sinusknoten, dem Taktgeber des Herzens, der die fünfte Herzkammer umschließt. Bei Operationen wird dieser Bereich weitläufig gemieden, da eine einzige Berührung zum sofortigen Tod des Patienten führt. Alles in allem doch schon sehr außergewöhnliche Merkmale, doch es wird noch bemerkenswerter, denn Dr. Hanisch machte faszinierende Aufnahmen. In dieser winzigen Kammer befindet sich die geometrische Form eines Dodekaeders, einer heiligen geometrischen Form, die aus 12 gleichmäßigen Fünfecken besteht. Das Dodekaeder ist dem Element Äther zugeordnet, dem fünften Element, und gilt als heiligster der platonischen Körper. Dr. Hanisch lichtete das Dodekaeder ab und vergrößerte die Aufnahme stark. Darin zu sehen war eine menschliche, androgyne Gestalt, erwachsen und doch alterslos. Ganz egal, wie alt der Mensch ist, es ist immer dieselbe, alterslose Gestalt im Dodekaeder zu sehen. Sie steht aufrecht, ohne die Wände des Dodekaeders zu berühren. Dr. Hanisch sprach in diesem Zusammenhang vom göttlichen Atom, der göttlichen Präsenz, die in uns allen wohnt, der ursprünglichen Vollkommenheit des Menschen. Wahrlich, ich sage euch, das Königreich Gottes ist in euch. Jesus Christus. Ist die fünfte Herzkammer lokal und spirituell betrachtet der heiligste Ort des Menschen? Ist diese Gestalt die Blaupause der göttlichen Matrix, unserer Urmatrix, die genauso unantastbar ist wie diese körperliche Kammer? Ich sage ja. In jedem Fall ist sie ein Ort großer spiritueller Kraft und zentrales Element im Aufstiegsprozess. Das Blut, Träger der Seelensignatur. Jedes Blutmolekül, das durch unser Herz fließt, ist aufgeladen mit der Information unserer Trinität Körper, Seele, Geist. Es wird daher auch Träger der Seele genannt. Bereits Rudolf Steiner hat sich sehr klar dazu geäußert, dass nicht das Herz das Blut durch den Körper pumpt, sondern das Blut aus sich heraus in Strömungsspiralen im Körper zirkuliert. Das Herz würde durch das Blut angetrieben und andere Prozesse unterstützen, wobei er auf den Blutfluss in Embryonen hinwies, der bereits vor der Entstehung des Herzens sichtbar ist. Nun fließt das Blut regelmäßig durch den Hotspot, wo es durch die hohe Temperatur und auch die Berührung mit der Urmatrix ständig gereinigt und transformiert wird. Logischerweise ist diese Transformation und damit auch die Energie und Information in unserem Blut umso stärker, je stärker unsere Herzenskraft wirken kann. Je offener unser Herz und je besser unser Kontakt mit unserer Urmatrix ist, je klarer wir in unserer Wahrheit stehen
Umso gesünder und reiner ist auch die Kraft unseres Blutes und umso stärker strahlt unser Blut, das durch unser ganzes Sein fließt, unsere Wahrheit aus. Herzenswahrheit. Die Wahrheit kennen wir immer, tief in unserem Herzen. Reif für das universelle ewige Wissen, die Weisheit, werden wir dann, wenn wir lernen, dass alles in uns liegt und wenn wir uns wieder der unendlichen Liebe und Weisheit unseres Herzens öffnen. Wenn wir nicht mehr im Außen suchen, sondern nach innen gehen. Genau dann eröffnen sich uns die Antworten und Weisheiten, die wir so lange gesucht haben. Und genau dann werden wir sie nicht mehr missbrauchen, denn dann sind wir bereits gewandelt. Es ist die Rückverbindung mit allem, was wir sind, mit unserer eigenen inneren Schöpferkraft, mit unserem göttlichen Kern, unserer Ich Bin-Gegenwart. Der Verstand war nie als Machthaber vorgesehen, sondern als Diener des Herzens, als Verwalter der Herzintelligenz, als die logische Ergänzung. Wenn wir uns wieder mit der Kraft unseres Herzens verbinden, mit der höchsten Intelligenz in uns, dann kommt dieses Verhältnis wieder in Ordnung. Wir müssen nicht unseren Verstand verlieren. Wir müssen nur das Verhältnis wieder richtig stellen. Mit dem Wissen um 5D kann auch unser Verstand mitgehen. Er wird transzendiert. Übrigens ist das auch sehr ökonomisch. Denn während wir früher viel Zeit mit Hin- und Herdenken zugebracht haben, können wir jetzt einfach dem inneren Rat folgen. Der Verstand als Diener findet direkt die Umsetzungswege und wir erledigen alles in einem Bruchteil der Zeit. Dualseelenprozess. Übrigens öffnet sich der Zugang zur fünften Herzkammer auch im Dualseelenprozess. Und zwar an dem Punkt, an dem dieser bewusst stattfindet. Dann bekommen wir Zugang zu dem ewigen Wesen in uns, das wir beide sind. Dualseelen verschmelzen, wenn sie ihre Seele in bedingungsloser Liebe und absoluter Urteilsfreiheit vollendet haben. Denn es ist eine Seele in zwei Körpern. Quintessenz. Die fünfte Herzkammer liegt im Körper hinter dem Brustbein und bildet gleichzeitig das Auge des Torusfeldes um unser Herz, schrieb Dr. Hänisch. Sie ist also das Auge des Tornados, wo wir gleichzeitig den inneren heiligen Raum in uns erfahren und Ruhe und Frieden verspüren, wie auch ein sehr starkes, schöpferisches Feld zur Verfügung haben. Bereits durch die Aktivierung des Torusfeldes ist die fünfte Herzkammer also für uns spürbar. Durch Liebe sind das Herz und die Wärme der fünften Herzkammer deutlicher spürbar. Je offener unser Herz, je mehr Liebe durch uns strömt, umso klarer nehmen wir auch die fünfte Herzkammer wahr. Diese Liebe spüren wir manchmal durch die direkte Liebe zu einem anderen Menschen oder Wesen und auch in Momenten der Freude. Nach und nach finden wir in unserem Aufstiegsprozess in die bedingungslose Liebe zu allem und sind durch diesen ständigen Herzkontakt mit der Welt auch im ständigen Gefühl der Wärme und des Friedens in uns. So erkennen wir unsere wahre Größe und Schöpferkraft, unser wahres Wesen. Wenn die unendliche Liebe im Herzen fließt, dann erkennen wir ganz klar die Wahrheit und alle Illusionen lösen sich auf. Durch die Verbindung mit unserem wahren Selbst sind wir direkt mit der göttlichen Urquelle verbunden. Die Quintessenz sind wir selbst. Jeder Mensch in seiner Wahrhaftigkeit ist die Quintessenz. Die Quintessenz ist Liebe.
Deshalb kannst du dich in deinem Alltag, bei Entscheidungen und in allen möglichen Situationen immer wieder fragen: Was würde die Liebe jetzt tun? Und danach handeln. Durch diese einfache Ausrichtung nach innen, in unser Herz, in unser Zentrum, öffnen wir das unendliche Feld der Liebe und aller Lösungen und Wege, die wir vielleicht vorher noch nicht gesehen haben. Es ist eine sofortige Schwingungserhöhung und allein dadurch gehst du leichter und klarer durch dein Leben.